So, das sieht doch schon mal schön aus. Komm. Wir sind erst 12 Minuten im Spiel, 13. Und haben schon so viel erreicht eigentlich. Ne? Riverfield. Es ist auf Englisch, merke ich gerade. Egal. Mit der Eule jetzt in einem Wasserlevel. Das ist aber nicht sehr praktisch, würde ich sagen. Aber wir haben gerade schon den coolen Fisch gesehen. Der meinte auch nur so, wow, ich will auch mitmachen. Ich weiß gar nicht, warum. Warum die... Ja, wahrscheinlich, weil wir sie befreien, denken sich so, ja, wir wollen dir helfen, Kirby. Und helfen wir dann auch tatsächlich. Das nehmen wir. Und dann können wir solche coolen Faxen machen. Was auch wirklich eher semi-praktisch ist in den meisten Situationen. Vorsicht. Aber mit der Eule hier. Ich glaube, dich lasse ich hier. Und nehme mir das. Und schieße damit so Federn. Das ist schon viel cooler. Aber im Wasser ist das, glaube ich, nicht so effektiv. Ich glaube, man fliegt das nicht weit. Genauso war das. Brauchen wir nicht, aber egal. Hallo. Ich will da rein. Machen wir dich kaputt. Machen wir nicht kaputt. Dich. Dich und dich. Und den letzten lassen wir am Leben. Die letzten beiden. Ich dachte, es wäre Schluss. Ach nee, hier kommt nochmal so eine Passage. Ja, das war unnötig, aber egal. Na, das war zu spät. Ja, das habe ich selbst gemerkt. Gebe ich ja zu. Okay, Level 2. Kriegen wir hier schon einen Fisch? Cool wär's. Hua. Nehmen wir mit. Und dann... Ach, hier hätten wir natürlich den Stein besser gebrauchen können. Vorsicht, Leute! Was haben wir denn da? Nix. Oh, Strömung! Vorsichtig. Hier bekommen wir doch irgendwo den Fisch. Hab ich das Gefühl, ne? Oh, eine Qualle. Hab ich ein bisschen Angst? Ja, wir machen dich jetzt so kaputt. Weil, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Dort mir zu lange. Springst du und dann gehst du kaputt. Dann nehmen wir das. Gucken wir uns noch die Fähigkeit an, die ziemlich abgefahren aussieht, finde ich. Aber auch nicht wirklich praktisch ist, weil man nur nach unten angreifen kann. Aber jetzt haben wir den Fisch und die Musik ist einfach schon zu schön. So, jetzt können wir auch gegen die Strömung anschwimmen. Und wir haben jetzt so eine Glühbirne. Das sieht so freaky aus. Können wir auch manuell zum Explodieren bringen. Können wir nochmal drücken. Also die Fähigkeit finde ich schon ziemlich cool. Wie aussieht der Fisch? Mann! Das ist doch nicht... Das ist doch bestimmt nicht gesund für ihn. Das ist cool. Und jetzt können wir auch in dunklen Räumen können wir Licht machen und hier so geheime Türen finden. Habt ihr das gesehen? Da war doch was. Oh. Praktisch, aber wenn man nochmal guckt, dann... Oh, ist hier nichts mehr. Hä? Ich könnte schwören, hier war noch eine Tür. Ja, vielleicht war das später. Jo, wir machen alles kaputt. Wenn wir eine Glühbirne vor uns halten. Ist das nicht cool? Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, jetzt müssen wir in der Mitte... Na, das war viel zu früh. Mit dem Fisch muss man so ungefähr in der Mitte dann drücken. So. Level 3 schon wieder. Wann geht das zackig? Hallo. Boah, jetzt werden alle hier gerestet. Du und
dich da oben lassen wir in Ruhe, aber dich nicht. Und dich nicht. Dich nicht. Mann. Wir haben Viecher. Aber wir müssen ja irgendwie hier durchkommen, ne? Das habe ich ganz vergessen. Die spawnen ja wieder bei Kirby. So war das. So. Wer bist du denn? Auf jeden Fall seid ihr nicht klug. Ich glaube, das muss ich abgeben. War das denn so? Oder war das erst hier? Na, wir gucken nach. Na, als Steine sieht er ziemlich bescheuert aus. Boop. Boop. Also mit dem Hamster ist es eigentlich am coolsten, wenn man den Stein hat. Nicht so schnell. Oh oh. Ja, das war nicht klug. Ich glaube, ich brauche den Stein ja auch noch gar nicht, aber egal. Er ist eine Tür später. Oder? Oder? Hier war auf jeden Fall eine Tür. Rechts oder links? Ja. Ach, war ja doch richtig. Na, seht ihr mal. So ein gutes Gedächtnis. Da bin ich ein bisschen selbststolz drauf. So, und dann... Gehen wir raus? Ich glaube, die Fähigkeit können wir hier lassen. Und gucken wir mal hier nach. Da gibt es bestimmt einen Stern. Den möchte ich auch noch haben. So. Und dann schwimmen wir, was das Zeug hält. Und verschlingen diese Schlangen oder was weiß ich, was das sein soll. Ups. Aber jetzt habe ich dich kaputt gemacht, ne? Ich glaube, ich will aber doch deine Fähigkeiten haben. So, bist du wieder da? Nein, du gehst so schnell kaputt im Wasser, ne? Ganz vergessen. Müssen uns noch ein bisschen beeilen. Na, geht doch. Nein, das ist auch nicht so gut. Aber egal. Müssen wir nicht so viel lenken. Ich glaube, das ist schon so gewollt. Aber hier kam, glaube ich, irgendwann Stacheln. Kann das sein? Nee, irgendwie nicht. Na komm, wo sind die Stacheln? Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass hier irgendwann noch Stacheln kommen. Ist auch meistens so bei solchen Spielen. Ach, wie uncool. Jetzt kann es nochmal weitergehen. Nee, keine Stacheln. Wie lieb. Das war nicht schlecht, glaube ich. Und ist ja klar, dass ich mit dem Fisch zuerst das Leben abstaube. War ja sowas von klar. Und die Sonne ist cool da im Hintergrund. Ich mag dieses Symbol. Und dann gehen wir hier rein und machen den nächsten Boss fertig. Wenn man kein Viech hat, oder besser gesagt, wenn man nicht den Fisch hat, dann ist man hier so gearscht. Also, dann dauert der viel länger, der Boss. Aber so ist das natürlich ein Zuckerschlecken. Oh oh. Wie heißt der Fisch noch? Kino oder sowas? Kino, meine ich. Jo. Oh, 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 sehr schlecht. Aber den sollte ich jetzt nicht verfehlen. Na, es geht doch. So, jetzt fängt's an, wo ich nicht mal weiter weiß. Das heißt, besser gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich an die nächsten Regenbogenteile drankomme. Ah, das wird bestimmt sehr witzig.